Okay, ich habe gerade festgestellt, es gibt sogar schon Chat-Kommentare auf Twitch. Es gibt Leute, die schauen zu. Wenn es überhand nimmt, muss irgendjemand von euch die Chat-Moderation übernehmen und Fragen von außen einspielen hier in den Hörsaal. Okay. So, die erste Aufgabe war, ihr habt hier ein Venn-Diagramm mit vier Mengen, A, B, C und D. Und ihr sollt vier Mengen finden, so dass dieses Diagramm die Situation wiedergibt. Ne? Also, dass alle Schnittbereiche jeweils gut gefüllt werden können. Und ja, gibt es Vorschläge? Wie kann man da vorgehen? Wie seid ihr vorgegangen? Jedes Feld eine Zahl eingetragen und das Genau, total langweilig. Ihr habt in jedes Feld eine Zahl eingetragen und dann am Ende die Mengen aufgeschrieben. Ne? Also zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, wie lauten dann die Mengen? Die Menge A besteht aus welchen Elementen? Ja? Genau, A ist 1, besteht aus Elementen 1, 2, 3, 4, 7, 6, 9, 8, 8, 9, genau. B aus 3, 4, 5, 6, 8, 10 und so weiter und so weiter. Nee, die Aufgabe war, finde vier Mengen, so dass da, du musst einfach nur die vier Mengen aufschreiben. Ne? Ihr seid total langweilig. Ihr seid alle so vorgegangen. Nee? Wie seid ihr sonst vorgegangen? Du hast Teilermengen gesucht. Kann man natürlich machen, genau. Das ist eine Alternative. Genau, das ist dann die spannendere Variante, aber auch die wesentlich schwierigere. Ne? Also, dass man die Teilermengen der Zahl 12 und die Teilermengen der Zahl 8 und welche könnten das hier A, B sein und so. Genau. Ich hatte auch schon Gruppen gehabt, da haben welche, keine Ahnung, gesagt, die Menge A ist die Menge der Schokokuchen und Menge B ist die Menge der Nusskuchen. Und dann sind hier die Schoko-Nusskuchen drin. Und C ist eben die Menge der Zitronenkuchen. Und dann und so weiter. Ne? Und dann verheddert man sich aber irgendwann mal, weil dann gibt es irgendwelche Kuchenkombinationen, die gibt es eigentlich gar nicht. Also Zitronen-Nuss-Schokokuchen will keiner essen oder so. Ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das wäre auch eine Alternative gewesen. Und ihr seid aber alle so geschickt gewesen, ihr seid nicht langweilig, ihr seid geschickt gewesen, ne? Dass ihr rückwärts gedacht habt. Also einfach überall mal Zahlen reinschreiben und dann die Mengen bilden und nicht erst sich versuchen, Mengen zu überlegen, um dann zu schauen, wie die Schnittbereiche sind und ob das passt oder nicht. Rückwärts arbeiten ist manchmal eine ganz gute Strategie in der Mathematik, ne? Von hinten nach vorne arbeiten. Okay, gibt es zu der Aufgabe noch Fragen? Okay, dann widmen wir uns der zweiten Aufgabe. Achso, Moment, stopp. Ihr hattet noch gefragt, was genau ist diese dubiose Komplementärmenge? Und wie hängt das mit der Differenzmenge zusammen? Ja, vielleicht an dem Beispiel, wenn wir das. Oder? Ja? Okay, eine andere Frage, okay? Ah, schauen wir mal. Also, das heißt, A sind alle Zahlen bis 10. B sind alle Zahlen bis 20. Natürliche Zahlen meinst du wahrscheinlich, ne? Dann wäre aber A eine Teilmenge von B. Dann würde es keine Elemente in A geben, die nicht auch in B sind.
Die muss es aber geben, die liegen nämlich hier drin. Also ansonsten wäre A komplett in B. Dann wäre, wo mache ich das hin? Hier vielleicht. Das sind alle Zahlen kleiner gleich 10 und das sind alle Zahlen kleiner gleich 20. Dann müsste A in B enthalten sein und es gäbe keinen Bereich außerhalb von B in A. Genau. So, Komplementärmenge, Differenzmenge. Was ist hier in dem Beispiel die Menge A ohne B? Wer kann mal sagen, was A ohne B ist, die Differenzmenge? A ohne B. Ja? 1, 2, 7, 9. Genau. Und B ohne A? Fünf und zehn. Genau. Also hier haben wir A ohne B. Ich mache das mal rot. Das ist A ohne B. Und B ohne A. Ist diese Menge. Bitte? Oh, ich habe, oh danke, ja, ja, um Gottes Willen. 2, 7 und 9 ausgelassen. Das muss natürlich noch mit dazu. Genau, das ist A ohne B. Danke. Gut. Bei der Differenzmenge schaue ich mir generell an, bei A ohne B, welche Elemente sind in A, aber nicht in B. Und wenn die Mengen sich so überschneiden, wie es A und B tun, ne, dann gibt es Elemente, die in A sind und nicht in B. Und es gibt Elemente, die in B sind und nicht in A. Und in der im Schnittbereich sind Elemente, die in beiden Mengen drin sind. So, gehen wir mal ein anderes Beispiel. Was ist A ohne D? Mhm. 1, 4, 8, 9. Genau, A ohne D sind die Elemente, die hier drin sind. Und was ist D ohne A? Ja? Genau, eine leere Menge, weil D in A enthalten ist. Und wenn D komplett in A enthalten ist, dann nennt man diese Menge hier, A ohne D, die Komplementärmenge von D in A. Ja, also die Voraussetzung, die Komplementärmenge ist die Differenzmenge, aber nur in einer bestimmten Situation, nämlich wenn D in A komplett enthalten ist als Teilmenge. Und dann kann man auch schreiben, also ne, wir wissen, D ist enthalten in A, und dann ist das hier die Komplementärmenge von D in A und die schreibt man so. Das C bedeutet nicht Menge C oder so. Das C bedeutet sowas wie komplementär. Das ist, ne, das ist immer hoch C sozusagen. Das bedeutet die Komplementärmenge. Und das ist die Menge 1, 4, 8, 9. Also ne, D ist enthalten in A und die Komplementärmenge sind die Elemente in A, die nicht in D sind. Okay. Also, es sind zwei ähnliche Begriffe. Komplementärmenge spricht man aber nur in bestimmten Situationen, nämlich wenn die eine Menge in der anderen enthalten ist. Ja? Die Voraussetzung ist, also wenn A in B liegt, ne, ich habe hier B
Und da habe ich A. So. Jetzt gibt es eine Komplementärmenge von A in B. Nämlich das da. Das hier ist A hoch C. Also A ist Teilmenge von B, also gibt es eine Komplementärmenge. Eine Komplementärmenge von B in A gibt es nicht, weil B nicht in A liegt. Ja, die Voraussetzung, um überhaupt von Komplementärmenge sprechen zu können, ist, dass die eine Menge eine Teilmenge von der anderen ist. Und dann gibt es zu dieser Teilmenge eine Komplementärmenge. Nämlich gerade die andere Teilmenge, die zusammengenommen mit der Menge A dann komplett B ergibt. Hm? Okay. Gibt es dazu noch Fragen? Sehr schön, haben wir bei der Aufgabe gleich noch die Komplementärmenge mitgeklärt. Jetzt mache ich das mal weg. Wieder. Nein, zu spät fotografiert. Entschuldigung. Schnell nochmal aus dem Gedächtnis aufmalen. Ne? Ich brauche den Platz, Leute. So, jetzt gehen wir zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe war, die Mengen von Dreiecken mal in einem Venn-Diagramm zu ordnen. Also, allgemeine Dreiecke, gleichschenklige, gleichwinklige, rechtwinklige, gleichseitige Dreiecke. Wie hängen die alle zusammen? Wie fangen wir an? Noch nicht die ganze Lösung sagen, sondern wie fängt man an? Okay, also wir machen erstmal die Menge aller Dreiecke, ne? Moment. Das sind die allgemeinen Dreiecke, also, oder? Wenn wir das jetzt irgendwie so hinzeichnen wollen, ist egal. Zeichne das nicht hin, das ist die Menge aller Dreiecke. Okay. Wie geht's weiter? Einen noch, hm? Gleichwinklige Dreiecke, okay. Sehr schön. Okay, wir haben die gleichwinkligen Dreiecke und hier wird behauptet, bei den gleichwinkligen Dreiecken, also alle Winkel sind gleich groß, beträgt der Winkel jeweils 60 Grad. Warum ist das so? Ja? Innenwinkelsumme ist 180 Grad beim Dreieck. Wenn alle Winkel gleich groß sind, 180 Grad durch 3 sind 60 Grad. Das heißt, hier haben wir die gleichwinkligen Dreiecke. Ich zeichne die mal so ein. 60 Grad, 60 Grad, noch ein Winkel 60 Grad. Okay, gleichwinklig. Und du behauptest jetzt, die Menge der rechtwinkligen Dreiecke kann keine Schnittmenge mit der Menge der gleichwinkligen Dreiecke haben, weil da muss ja mindestens mal ein 90-Grad-Winkel drin sein. Ne? Und sobald ich einen 90-Grad-Winkel habe, kann das Dreieck nicht mehr gleichwinklig sein. Okay, also wir haben hier zwei Teilmengen in den Dreiecken, die vollkommen nebeneinander liegen, keine Schnittmenge haben. Es gibt kein Dreieck, das sowohl gleichwinklig als auch rechtwinklig ist. Okay, wie geht's weiter? Was können wir jetzt noch machen? Dann muss es ja auch gleichwinklig sein. Das bedeutet, die Menge der gleichseitigen Dreiecke müsste die gleiche Menge wie die gleichwinkligen Dreiecke sein. Genau.
Das sind die gleichseitigen Dreiecke, sind gleich, ist die gleiche Menge, also die Menge der gleichseitigen Dreiecke ist die gleiche Menge wie die Menge der gleichwinkligen Dreiecke. Weil sobald ein Dreieck gleichwinklig ist, hat es auch drei gleich lange Seiten. Kann man sich über Symmetrie erklären. Das kann man jetzt sozusagen immer rumdrehen um 120 Grad und dann landet es immer wieder auf sich selbst. Also muss es sozusagen gleichseitig sein. Ja, okay, das ist also die Menge der gleichseitigen Dreiecke, haben drei gleich lange Seiten und drei gleich große Winkel. Ja? Ja, ich weiß, was du meinst. Wir müssen es, glaube ich, jetzt noch ein bisschen präziser machen. Wie muss ich jetzt den Kreis genau einzeichnen? Also ist natürlich klar, der liegt komplett hier drin, Logo. Wie verhält er sich zu diesen beiden Mengen? Kannst du das nochmal versuchen zu formulieren? Bei beiden durch die Hälfte. Also, du meinst so. Und das wären die gleichschenkligen Dreiecke. Menge der gleichschenkligen Dreiecke, so. Das würde ja bedeuten, es gibt gleichseitige Dreiecke, die gleichschenklig sind. Und es gibt gleichseitige Dreiecke, die nicht gleichschenklig sind. Du schüttelst schon im Kopf, ne? Genau. Ja. Also, alle gleichseitigen Dreiecke sind gleichwinklig. Also muss die Menge der gleichseitigen Dreiecke eine Teilmenge der Menge der gleichschenkligen Dreiecke sein. Und hier scheint es aber so zu sein, es gibt rechtwinklige Dreiecke, die gleichschenklig sind, und es gibt rechtwinklige Dreiecke, die nicht gleichschenklig sind. Da müsst ihr mich jetzt noch von überzeugen. Ja, ich habe eins reingezeichnet, was nicht gleichschenklig ist. Genau, ich zeichne es nochmal hier hin. Ein nicht gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck. Wie mache ich daraus ein gleichschenkliges? Was kann ich tun? Wie kann ich das verändern? Ja, ich muss ja nur Folgendes tun. So. Schon ist es gleichschenklig. Ich halte einfach den 90-Grad-Winkel oben fest und dann kann ich unten die Hypotenuse so rumschwenken lassen. Ne? Ich kann ja die Hypotenuse jetzt hier beliebig zeichnen. Es bleibt immer noch ein rechtwinkliges Dreieck. So, und bei einer Hypotenuse sind die beiden Schenkel gleich groß. Dann habe ich ein gleichschenkliges Dreieck. Okay, es gibt also gleichschenklige und nicht gleichschenklige rechtwinklige Dreiecke, deswegen muss ich das so zeichnen. Sehr schön. Gibt es dazu noch Fragen? Okay, dann haben wir noch 5 Minuten und ich möchte, ja. Genau. Die Menge der gleichseitigen Dreiecke ist die gleiche Menge wie die Menge der gleichwinkligen Dreiecke. Ja, wenn du die eine Menge als A bezeichnest, die andere als B oder so, dann ist A gleich B. Genau. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Macht mal Folgendes. Nehmt euch mal euer Tablet oder ein Blatt Papier und schreibt mal ganz groß da drauf eure Lieblingszahl oder irgendeine Zahl, die ihr toll findet. Und zwar, was können Zahlen sein? Zahlen können sowas hier sein oder sowas oder sowas oder sowas
oder sowas und so weiter. Okay? Eine Zahl richtig fett groß aufschreiben. Entscheidet euch für eine Zahl. Okay, habt ihr eure Zahl? Übrigens, derjenige oder diejenige, die vorhin nicht mehr geschafft hat, abzufotografieren, hier gibt es auf Twitch den Hinweis von T1 Tesco. Du kannst es ja einfach aus dem Twitch Video on Demand raus screenshotten. Sehr gut. Okay. So, habt ihr alle eine Zahl aufgeschrieben? Gut. Dann möchte ich jetzt mal bitte alle natürlichen Zahlen sehen. Bitte alle Zahlen, die natürlich sind, einmal hochheben. Okay. 11, 21, 9, 13, 19, 12, 22, 9, alles natürliche Zahlen. Wunderbar. Okay. Bleibt noch einen Moment ruhig, bitte. Also, das waren alle, die jetzt hochgehalten haben, das war die Menge der natürlichen Zahlen. Sehr gut. Jetzt bitte alle Bruchzahlen mal den Zettel hochheben. Wer ist eine Bruchzahl? Keiner eine Bruchzahl? Okay. Denkt nochmal scharf nach. Ich würde gerne alle Bruchzahlen sehen. Einige von euch entscheiden sich jetzt doch, ihre Zahl hochzuheben. Genau. All diejenigen, also es gibt tatsächlich keine echten Brüche hier. Niemand hat irgendwie 3/4 oder 5/7 gemacht. Okay. Oh doch, 6,54321. Okay, das ist eine Bruchzahl, Dezimalbruch, sehr schön. Aber alle diejenigen, die vorher die natürliche Zahl hochgehoben haben, müssen ihre Zahl auch hochheben. Denn die Menge der natürlichen Zahlen ist doch eine Teilmenge der Bruchzahlen. Bitte? Rationale Zahlen, Bruchzahlen ist das Gleiche, genau. Also nochmal, alle Bruchzahlen, alle rationalen Zahlen bitte mal hochheben. Okay, sehr gut. Jetzt möchte ich alle ganzen Zahlen sehen. Wer hat eine ganze Zahl? Pi halbe? Genau. Okay. Genau, alle natürlichen Zahlen mussten eigentlich auch ihre Zahl hochgehoben haben, weil die natürlichen Zahlen sind ja eine Teilmenge der ganzen Zahlen. Hier kommen doch die negativen Zahlen dazu, minus 2, minus 1, minus 100 und so weiter. Ne? Bei den Bruchzahlen oder rationalen Zahlen kommen hier noch 3/5, minus 7/2 und so dazu. Okay. Letzte Aufgabe. Ich möchte alle reellen Zahlen sehen.
Naja, klar, ihr müsst auch alle eure Zahlen zeigen, die ihr natürlich Zahlen habt, weil auch die reellen, die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge der reellen Zahlen. Was kommt denn bei den reellen Zahlen noch zu den Bruchzahlen dazu? Sowas wie Pi und E und Wurzel 5 zum Beispiel. Wurzel 4 nicht. Ne? Wurzel 4 liegt hier. Genau. Wie nennt man denn die Menge, letzte Frage, der Zahlen, die hier dazukommt? Pi, E, Pi, irrationale Zahlen, genau. Ne, es gibt die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen. Das heißt, die irrationalen Zahlen, die Menge der irrationalen Zahlen ist die Komplementärmenge zur Menge der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen. Ne? Die rationalen Zahlen liegen als Teilmenge in den reellen Zahlen und die Komplementärmenge zur Menge der rationalen Zahlen ist die Menge der irrationalen Zahlen in den reellen Zahlen. Rational, irrational, zusammen, reell.